Herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Crash Bandicoot 4 It's About Time. Mein Name ist CrystianAge3000 und ich begrüße euch herzlich zurück bei einer wahrscheinlich letzten Ausgabe von Crash Bandicoot. Heute mal etwas in der Überlänge. In der letzten Folge haben wir natürlich die Welten hier drüben abgeschlossen, die Krake besiegt mit den Hoverboard etc. Und ja, offline habe ich mir einfach mal gegönnt, neue Kostüme freizuschalten, so gut wie es geht. So wie zum Beispiel den hier. Genauso auch für Crash habe ich dann auch das komische Ding hier freigeschaltet. Ich weiß auch nicht, warum das sein soll. Naja, gut. Es gibt auf jeden Fall noch andere Kostüme, die ich gerne freischalten möchte. Aber es ist da doch schwieriger wie gedacht, weil das doch ein bisschen mehr Skill und mehr Infos benötigt, um gewisse Kisten zu holen. Aber heute wollen wir gerne diese Map hier abschließen und würde sagen, wir starten einfach direkt durch, weil unser Ziel ist da links oben. Aber hier werden wir erstmal durchstarten mit dem Wirbeltier und ich würde sagen, starten wir direkt durch. Let's go! Spiele natürlich. So. Mal gucken, wie ich mich heute hier schlage, weil es kommen immer mehr Fähigkeiten dazu und ja, mal schauen, was uns noch alles erwartet hier in dem Spiel. Es ist wirklich dann eher so eine Sache, wo man sagen muss, boah, okay, die letzten Missionen waren dann schon ein bisschen aufreibend, aber wir wollen ja ein bisschen vorankommen in dem Spiel und mal schauen, was uns noch alles erwartet und welche Kostüme wir dann gewisse Level freischalten können, falls wir das alles abschließen. Aber das wird wahrscheinlich jetzt hier in dieser Folge nicht passieren, aber ich versuche mein Bestes, so gut wie möglich alles mitzunehmen und ja, und euch mit teilzuhaben und zu erleben. Und somit würde ich sagen, starten wir durch. Im asiatischen Bereich. Wo ist die nächste Maske? Nicht hier. Wenn die Spinner nicht die Realität löchern würden, könnten wir selbst Spalte öffnen. Bis dahin nehmen wir die Umleitung. Aber ich spüre einen Spalt ganz in der Nähe. Freunde, ich habe ein lustiges Spielchen für euch. Ich belohne schlaue Beuteldachse, die mein Testgelände erreichen. Aber zuerst werdet ihr meine tödlich teuren Schöpfungen besiegen müssen. Okay, das heißt für uns 212 Kisten sammeln. Und ja, was ist das? Antimaterie wirbeln? Aha. Okay. Damit kann ich auch hier. Oder Dreieck. Alles klar. Also ich denke mal, eher L2 nehmen wir dafür. Ah, das habe ich schon gar nicht mal so schlecht. Die Frage ist halt, kann man das auch in anderen Levels benutzen? Oder nur in dem hier dann? Naja. Auf geht's. Okay. Aha, okay, alles klar. Mal gucken, ob das funktioniert, wie ich gedacht habe. Okay. Aha. Man kann auch so springen. Warte mal, tut sich die Musik ändern? Aha, okay. Auch nicht schlecht, okay. So, Hammer. Ah, nein. Ja, das war dann doch zu viel des Guten. Oh, das war knapp. So, wir dürfen aber auch nicht zu viel wirbeln. Vorsicht, dunkle Materie wirbelt, sprengt TNT. Okay. Ich glaube, das wollen wir auch nicht. Aua. So. Oh. Stummer Wissenschaftler-Trophäe freigeschaltet, okay. Ah. Versteckt ein Kristall, okay. Nein! Okay, das mit dem Wirbeln muss man echt noch ein bisschen lernen. Darf auch
echt nicht zu viel machen. Okay, kann ich auch so drüber springen? Ja, siehst du. Man muss nicht immer gleich so einen Wirbel aktivieren. Ach, come on, Leute. Verdammt. Okay, das haben wir jetzt nicht frei geschaltet. Oh, fleischfressende Pflanzen, nicht gut. Die Mission war ziemlich friedlich, als ich herkam. Leider hatten meine Tränke eine mörderische Wirkung auf die Einheit. Damit ich mich besser testen kann. So. Checkpoint. Okay. Also den Wirbel habe ich jetzt nicht mehr, wie ich merke. Der ist dann wieder deaktiviert. Okay. Aha. Dankeschön. Okay. Der Wirbel ist auch wieder am Start. So. Wendet grüne Materie ab. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Das TNT. Soll ich mal kurz was ausprobieren? Aha. Ah, verdammt. Das war doof. So, weg mit dir. Nicht so schnell. Hier aktivieren. Das war so klar. Okay, ich hätte es mir denken können. Aber okay. Wow, okay. Das war doch ein bisschen zu weit oben. Ah, nee, weg da. Checken? Ne, okay. Checkpoint. Okay, weg mit dir. Aber trotzdem, das... Nee, geht nicht kaputt. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ist hier irgendwas? Nee, da komme ich gar nicht hoch, oder? Richtig. Ah, warte mal, ich habe eine andere Idee. Nee, geht nicht. Okay, wenn man das da oben jetzt freischaltet, muss da irgendwie einen Trick geben. Nee, oben ist jetzt eigentlich auch nichts. Irgendwo ist bestimmt was versteckt hier. Bestimmt. Oh Gott, das wird jetzt heftig. Wow. Puh. Okay, das ist hart jetzt, Leute. Welche Plattform eigentlich? Die kleine jetzt, oder? Ach du Scheiße.
Nein! Okay, auf geht's, auf ein neues. Ja, das ist so ungenau, verdammt. Dammit. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man kann auch gleich da runter, oder? Ich probiere es einfach mal. Nee, doch nicht. Puh, okay. Okay, haben wir das. Wir müssen gleich weiter, wegen der Explosion. Ja! Ah, bleib doch ruhig! Kontrolle! Kontrolle! Gott, okay. Okay, easy. Ach, halt die Klappe. So, also. So streng kann ich jetzt auch nicht mehr. Wow. Okay, Bonus. Probieren wir mal. Vielleicht funktioniert's ja. 31 Kisten. Da muss ich nachher nochmal rüber. Erzsätze! Nochmal, komm. Kann da nicht gewesen sein jetzt hier. Ja, mal gar nicht. So. Okay, also wir müssen wahrscheinlich dann irgendwie wieder zurück. Einfach mal so. Okay. So. Da komme ich auch nicht wieder zurück. Okay, das mache ich mal bei anderes Mal. Also wir wissen auf jeden Fall, wie es funktioniert. Ah! Dammit! Wir wissen ungefähr, wie es funktioniert, definitiv. Okay, jetzt wird's hart. Ich muss mich jetzt wohl beeilen. Checkpoint. Ah. Aha. Alles klar. Weg mit dir. Weg mit dir. Aha. Okay, wir könnten rechts oder links. Ja, komm mal. Ja. Ich gebe mich nicht geschlagen, da komme ich dran. Da komme ich nicht dran vorbei. Ja, come on. Come on, Leute. Come on. Das kann nicht angehen. Boah, da geht der ab. Muss hier gleich weg. Weg mit dir. So, Ruhepause. Kommt doch. So. Okay, jetzt wird's schwierig. Ah, komm, das ist halt irgendwie schon schwierig, halt auf die Plattform wieder drauf zu kommen. Ist nicht ohne, Leute. Das ist definitiv nicht ohne. Okay.
Ja, eigentlich im Wirbel kann ich doch eigentlich. Ja, das Problem ist, ich kann nicht dauerhaft im Wirbel bleiben, wegen. Wegen. Ja, egal. Das war jetzt wie so dumm, was ich gemacht habe. Aber, naja. Wir halten uns standhaft. Wir sind immer noch im ersten Level, das ist traurig, Leute. Naja, es ist ja immer noch blind halt, ne? Also. Ja. Schau ab. Wow, nee, mein Freund. So, scheiß drauf jetzt. Nein. Oh, come on. Ich bin zu, wie nennt man das? Ihr wisst, was es heißt. Was ich meine. Ich bin nicht ruhig genug. Und das ist das Problem, was mich fertig macht gerade ein bisschen. Da will man einfach nur vorankommen. Okay, so geht's auch. Erstmal weg mit dir. So, dann chillen wir mal weiter. So. Wieso habe ich den Checkpoint hier, den ich beim letzten Mal. Traf ich nicht so ganz. Wieso? Da habe ich. Achso, neuer Checkpoint hier anscheinend, okay. Gut. Jetzt haben wir es endlich. Naja, finden einige Kisten. Mal 38 von der Bonusrunde definitiv, aber wir haben es abgeschlossen. So, wir haben den verborgenen Kristall schon mal gesammelt, das ist super. Und dann würde ich sagen, ja, sonst sieht es eigentlich gut aus. Ja, sonst hat alles andere fehlt halt komplett. Aber egal, wir machen weiter. Wir wollen ja vorankommen in dem Spiel. Und dann schauen wir mal, was jetzt uns noch erwartet jetzt. Ach, für das Level habe ich schon fast 20 Minuten verbraucht. WTF. Also insgesamt bis jetzt 20 Minuten ungefähr. Wenn ich es mich richtig erinnere. So. Okay, wir haben ein paar Sachen freigeschaltet. Das ist einmal Tranktumult. Und das ist hier auch wieder eine Rückblende. Okay. Wir checken mal die Scans, ob es irgendwas Neues gibt. Nee. Dann würde ich sagen, ja, machen wir hier weiter Kletterparty. Das hört sich interessant an. Und die Welt sieht auch cool aus. Also da bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Wäre schlimm, wenn nach jedem Tod so eine lange Ladesequenz wäre. Aber so lange ist die gar nicht. Bei Game 2 haben die erzählt, so, ja, voll die lange Ladesequenz und so. Ich sagte, hallo? Das geht ja echt noch. Es gibt Spiele, die noch schlimmer sind. Und da will ich gar nicht ansprechen, welche das sind, weil es gibt welche, auf jeden Fall, ich weiß es noch, aber mir fallen gerade keine ein, das ist das Problem. So. Hier hinten gibt es auch nichts. So, machen wir die Glocke auch mit. Ui, guckt euch das mal an. Es ist wie in alten Zeiten. Wir werden unsere Unterdrücker, die uns zwingen, unsere Geburtstagskarte selbst zu kaufen. Und wir gehen zu unterschreiben. Ich meine, hätte wenigstens die Hälfte zahlen können. Das ist ein schönes Level hier. Das gefällt mir. Ich verstehe nicht, warum du so gerne herumhüpfst. Aber mir fehlt wohl auch der Papa dafür. No. So, da oben ist wieder jemand. Das bleibt anscheinend aktiv. Ah, komm. Ich dachte, es geht jetzt aus gerade, deswegen war ich davon aus. Aber egal. Ach, was mache ich denn? Ach, ich komm, bin so doof. Oh.
TNT-Box. So, jetzt warten wir mal, bis es da drüben ausgebrannt ist. So, jetzt. Ja. So. Was ist denn gerade? Ich komme da gar nicht hin. Na dann. Okay, ja. Checkpoint. Sehr schön. Kann ich jetzt wieder unwiderlich machen? Muss man echt aufpassen anscheinend. Ah, warte mal. So, jetzt. Jetzt kann ich drauf. Okay. Dann geht's hier rechts rüber. Trotzdem aufpassen, macht er da was? Okay. Okay, abwarten, das mittlere bleibt. Aber es geht kaputt. Nein! Mist! Was? Ah, das Schild. Ah, die Kisten habe ich jetzt gar nicht gedacht. So. Yeah. So. Also das mittlere geht kaputt, die ersten zwei gehen auf jeden Fall kaputt. Nein, wieso? Oh, die blöde Kante. Ah, Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, 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 nee. Vergiss es. Auf die Idee, mich dann runterzuwerfen. Ohne mich, mein Freund. Ohne mich. So. So, Konzentration jetzt. Das wird jetzt ein bisschen knifflig. Okay, oder so. Alles klar. Jetzt kann ich wieder machen, aha. Aufhören. So, Hammer. Okay. Weg mit dir. Oh, jetzt kommt sie zu zweit. So. Easy. Das Punt habe ich trotzdem nicht bekommen. Oh, 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 oh. Oh. Nee. Ah, ich muss nach drüben, okay. Nein, 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 nein. Okay. Gut. Okay, Konzentration, Leute. Ah, ich tue viel zu viel. Zurück und dann nach rechts nach oben. Phew. Okay, Hammer. Okay, also noch nach rechts rüber. So, dann noch mal weiter.
ist da hinten irgendwie zu tun? Interessant aus. Okay, jetzt warten wir auf den Drachen her. Okay, Checkpoint. Dann wird mir klar. Nein, das stimmt. Okay, das haben wir auch abgeschlossen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch noch was vergessen habe oder so. Aber mal gucken. So, es gibt wieder normale Jumper-Chargen. So, und dann. Und ab nach drüben. Aha. Ui. Ah! Okay. Alles klar. So, weiter geht's. Ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwie zwei Drachen sind irgendwie. Nein, 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 hier bleiben. Wow. Oh mein Gott. Ah, nein. Okay, hier müssen wir jetzt aufpassen. Jetzt müssen wir Timing machen. Der Drachen da drüber. Wenn ich dann da durchlaufe, kommt er dann raus. Dann habe ich ein paar Sekunden Zeit, um zu springen. Okay. Puh. Checkpoint. Bonus-Level. 22. Und wir können den Wirbel reinhauen. Aha. Hä? Okay. Wir müssen da hoch und dann ganz hoch springen. Sonst funktioniert das nicht. Ich will einfach mal austesten, wie schwierig das Level wird insgesamt. Ah, ich komme da nicht hoch. Also ich muss... Ich muss dann von dort aus direkt nach oben. Aber vielleicht komme ich dann einfach drüber. Warte mal. Ah. Sauerei. Ja, genau. Das hat das vorher aufhören und dann zwischendrin tatatam machen und dann hätte man das im Endeffekt. Aber es ist ja gar nicht so einfach. Wieso ist das immer so schwer, das Spiel? Wieso? Na, 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 na. Dass du einfach keine Kontrolle mehr hast, das ist halt ein bisschen schwierig, finde ich. Das ist sehr schwierig, ohne Kontrolle da durchzukommen. Ja, okay, das war jetzt nicht geplant. Okay, dann machen wir es halt so. Jetzt ist halt die Frage. Ja, nee, 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 nee. Ich lasse es. Kein Kommentar. Wir machen mal hier weiter. Wir wollten weitermachen, ne? Also, wie war das so? Ich glaube, ja. Also es ist, ich stelle mich nicht zu blöd an, Himmels Willen, aber das Ding ist wirklich nicht ohne. Da muss man echt... Dann müssen direkt weiter. Das funktioniert dann nicht so. Wir bleiben einfach in dem Modus. Okay, da geht's weiter. Warte mal, wir müssen was ausprobieren. Sollten wir nicht landen jetzt? Ich habe irgendwie das Gefühl... Ah, okay. Ich muss besser planen.
okay. Hätte sein können, dass da irgendwas passiert dann. Hätte ja sein können. Ich hab doch... Nein. Ah, die blöde Kante. Scheiß Kante, da rutscht er genau an der Kante ab. Ah, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Oh, ruhig. Mein Gott. Er ist doch sicher. Okay, Checkpoint. Okay, so geht's auch. Okay, da muss ich jetzt drüber oder aufhören und dann direkt weiterspringen. Okay. Null Kommentare. Das Level hat schon Reiz. Ey, da wisst. Ah, das ist irgendwie schwierig einzuplanen. Da musst du wirklich Millimeterarbeit machen, sonst kommst du da nicht hin. Ich bin eigentlich drauf und will aufhören. Drückt schon dagegen, aber er macht immer noch weiter. Da ist sicher, nach den Dingern. Okay. Wurde ich gefressen. Ach, Manno. Wir haben es geschafft, Leute. Ja, es sind nicht so viele, aber ja. Gut, Level abgeschlossen. Nice, da hätten wir dann ja, so einen Skin. Okay, den verborgenen Diamanten haben wir jetzt auch nicht gefunden. Aber naja, was soll man machen? Ist halt so. So, mal gucken, ob wir das jetzt noch schaffen. Ich glaube, es sind noch zwei Level vor uns. Ich glaube, das kriegen wir jetzt gar nicht mehr rein in die 60 Minuten insgesamt, die wir machen wollten. Yep. Es sind noch zwei Level vor uns. Gut, okay. Aus dem Gleichgewicht. Das machen wir noch und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. So. Der Bossfight wird dann wahrscheinlich... Ja, ich könnte... Ja, schauen wir mal. Ich kriege das vielleicht noch hin. Müsste ich halt alles extra runterladen, sozusagen. Dann zusammenschneiden. Weil über SharePlay geht ja nur 60 Minuten. Ich meine SharePlay. Nur 60 Minuten Aufnahme. Und das ist dann schon ein bisschen traurig. So. Da gibt's auch nichts. Weißt du, was deine Berufung ist? Ich gehe dir alle zu. Es ist etwas, das du schon mal hattest. Den Sieg. So. Das Lustige ist,
Die Level fangen immer ganz einfach an. Okay, man kann auf die Dinger draufspringen. Gut zu wissen. Also es funktioniert auf jeden Fall, da weiß ich Bescheid. Boah, okay. Sechster. Ich war nie da, bin wie ein Ninja. Denn der ist auch nie da. So. Come on. So, noch einmal. Da komme ich nicht weiter. Ich bin zu hektisch, merke ich manchmal. Also, das ist manchmal echt schlimm. An was liegt das, dass ich dann zu hektisch reagiere? Ist halt die Ruhe selbst dann das Problem? Wer weiß das schon. Oder einfach dann die Panikattacke. So einfach ist eigentlich, ne, Leute? Ist es ein Fisch? Okay. Auf Wasser. Da guck ich schon wieder eine versteckte Kiste. Das habe ich, wo ich die erste Dings gemacht habe, das erste Level, habe ich auch die ganze Zeit gesucht, wo ist eine Kiste? Wo ist eine Kiste? Das ist dann. Okay. Oh, jetzt darf ich nicht schon wieder alles für neu machen. Nee, okay. Puh. Wieso kann ich die nicht reinschmeißen? Achso. Okay. Oh, mit einem Anlauf. Nice. Okay. Weiter geht's. Wir müssen dahin und dann von dort aus direkt rüber. Round. Ach du Kacke, okay.
Da runter geht's auf jeden Fall nicht. Doppelsprung kann ich auch nicht machen, also muss ich wieder zurück. Und so. Haha. Ernst jetzt? Okay, wir haben... Vielleicht geht das nicht anders. Okay, wir haben auf jeden Fall alle. Okay. Das Bonus-Level habe ich auf jeden Fall geschafft. Wow, er dreht sich ja. Okay. Boom. Sehr schön. Okay. Das ist nicht fein. Ah, was mache ich denn? Ein Idiot. Okay, da geht's nicht runter. Ich will nicht drauf anlegen. Aua! Okay. So. Ja, guck mal, da ist auch wieder eine Nitro-Kiste. Gott, die versteckten Dinger sind so... Nein! Ja. Aber okay. Machen wir weiter. Okay, jetzt kommt die andere Maske am Start. Explodiert ja eigentlich auch dann. Frage, ob ich dann, ob das mich dann auch fertig macht. Na, wo bleibt sie denn? Okay. Die nächste wird wahrscheinlich unsichtbar sein. Ja.
Nein. Okay. Ich hab eigentlich gedreht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich will mal was ausprobieren. Ob das auch irgendwie schadet. Nein? Gut zu wissen. Man muss es ja mal austesten, ne? Also das, einfach so geht's ja nicht. So. Okay. Okay, die wird dort auch dann verschwinden. Nein, was mache ich denn? Ich wollte auf die Kiste springen und dann umwechseln zum anderen. Komm, Ruhe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man da drüber springen muss. Na komm, wir machen es einfach ganz normal weiter. Ich will jetzt nicht groß Theater drüber machen. Wir wollen ja mal vorankommen. Okay. Kein Kommentar. Nein, nein, bleibe. Auf jeden Fall muss ich da drüber springen dann, wenn es soweit ist. Wieso hat das denn nicht funktioniert? Ich würde da drauf springen. Jedes Mal macht er das gleiche, aber irgendwie dann wieder dann nicht. Ah, Mann. Kollisionsabfrage ist hier manchmal. Schlimm. Einfach nur schlimm. Bleib mal kurz. Konzentration. Hände ausschütteln. So, jetzt. Checkpoint. Boah. So, haben wir das? Ich kann das machen, okay. Nein, nein, da ist Feuer. Da ist Feuer. Noch 20. Aber dann hätten wir es gehabt. Definitiv. Gut, Leute, da würde ich sagen, am verborgenen Kristall haben wir jetzt auch nicht bekommen. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Können wir mal gucken, ob wir das irgendwann offline hier auf jeden Fall auf die Reihe kriegen. Und ja, da würde ich jetzt einfach sagen, dann mache ich das einfach so, dann nehme ich mir die Zeit und tu das auf dem USB-Stick schmeißen, alle beide Folgen. Dann machen wir jetzt hier kurz einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, ihr seht, es wird eigentlich gar nicht viel passieren. Ein Schnitt wird das einfach passieren jetzt und dann werden wir den Endboss machen. Und
Das aber dafür, wie gesagt, im zweiten Abschnitt jetzt von diesem ganzen gesamten großen Spezialvideo, vom letzten wahrscheinlich auch. Und somit würde ich sagen, ja, ich mache einfach einen Schnitt, dann sind wir gleich wieder da. So, den Schnitt ist hinter uns, den Schnitt haben wir ja hinter uns gebracht, sozusagen. So, ne, genau. Und dann würde ich sagen, ab zum letzten Level, da braut sich was zusammen. Let's go. Bossfight ist angesagt. Und mal gucken, ob das eine Einzelfolge ist. Wenn ich das unter 10 Minuten schaffe, dann bin ich gut. Ja, aber ich glaube nicht. Wahrscheinlich kommt vorher noch ein großes Areal, wo man erstmal laufen muss. Oh, auch nicht. Okay. Oh gut, da seid ihr ja. Und jetzt gibt's die Belohnung. Okay, Bossfight ist angesagt. Still, ich muss das Zeug testen. Stillhalten. Aha, okay. Man muss springen. Ist schon mal gut zu wissen. Für die Wissenschaftler. Nicht das Gesicht. Ah, okay. Ich muss nur wissen, ob er tödlich ist. Fliegt meine Gelarten vor so ein Mist. Gute Reise. Die selbst mit extra Botulino. What the hell? Okay. Gut, ich dachte, die erste Runde ist voll easy, aber irgendwie... ich glaube, das sind mehr... Ich hab Gesicht! Okay. So ein Mist! So, die Hälfte haben wir. Okay. Das ist dann doch ein bisschen schwieriger, wie ich gedacht habe. Der zweite Akt ist ein bisschen anspruchsvoller, da muss man umdenken. Die haben auch nur eine Reichweite, wie ich merke. Das sollte man vielleicht auch mit in Betracht ziehen. So ein Mist. So. Ich denke mal, wir sind auf einer Seite bleiben, denke ich mal. Vielleicht hat das eine bessere Bewandtnis. Ja, schleift euch bis zum Ziel ein! Wieso? So, noch eine Runde, okay. Warum nimmt mich niemand ernst? Okay, was passiert jetzt? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah nein, verdammt, wieso hat er aufgehört? Okay. Na komm schon, dreh rüber. So. Kommt er wieder. Wow. Gleich mal mit der ersten gnadenlosen Welle. Einer größeren Welle. Das war knapp. Was passiert jetzt? Ah, in der anderen Welt. Boah, das war knapp. Nein! Damn it! Okay. Yeah.
Ah, komm schon. So, letzte Runde, Leute. Letzte Runde. Nur ein bisschen Abstand halten. Abstand halten! Wieso? Okay. Come on. Bam. So. Eins von drei. Grüner Hulk oder was? Ja, Verschnitt. Come on. Okay. Komm schon, jetzt! Na, endlich. Meister Mixologie. Und jetzt kommt mein letzter Test. Schmeckt den reptilischen Zahn. Meine Kloake. Lass uns abhauen. Okay. Auf jeden Fall haben wir das geschafft. Das ist gar nicht so schlecht. Und dann bin ich mal gespannt, was jetzt für eine neue Karte sich öffnet. Entfertierter Modus freigeschaltet. Wiederhole abgeschlossene Level in dem Prios umgekehrten, das Gehirn vertreten vom Bumbra-Bären getriebenen N-vertrierten Modus. Hier gibt es übrigens weitere Edelsteine zusammen. Okay. Ausgezeichnet. Eine neue Karte. Großstadt. Interessant. So, Klassiker Crash Skin freigeschaltet. Begib dich zum Skin-Menü, also falls. Okay. Da. Der Alte. Gut, okay. Na dann, würde ich sagen, ja, schau mal einfach mal. Ich habe das jetzt nicht vorher anschauen kann oder so. Das ist halt ein bisschen doof gemacht. Naja, aber egal. Ja, die nächste Welt ist Mückensumpf vor ein paar Tagen. Okay. Also es ist zwischen Stadt und Sumpf kombiniert. Aber das natürlich alles, ja, in einer Folge, die es wahrscheinlich nicht geben wird, weil zu wenig Kommentare gelegt worden sind. Und somit geht es dann hier zum Ende zu der Spezialfolge von Crash Bandicoot. Ich bedanke mich erstmal vielmals an alle, die hier zugeschaut haben und würde sagen, so mit Wiederschauen reingehauen, würde ich sagen, es war eine schöne Zeit mit dem Spiel. Es wird auf jeden Fall weiterspielen und mal gucken, was sich so alles noch kommt, etc. Aber ob ihr das miterleben tut, das hängt in der Effekt halt alles von euch ab. Wie gesagt, das ist erstmal die letzte Spezialfolge und somit verabschiede ich mich hiermit. Falls noch welche weitere kommen, dann werden wir uns auf jeden Fall dort auch weitersehen. Aber wenn nicht, dann war es das von diesem Spiel auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal. Und somit verabschiede ich mich hiermit. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Christianischer 3000 auch von der fünfteiligen Folge von Crash Bandicoot VR. It's about time. Wiederschauen und reingehauen. Euer Christianische 3000. Und nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig. Hey, check this out. Ciao.